Gut so, Mädchen. Mr. Owen, Sie sind wahrhaftig der unausstehlichste Flegel, den ich je das Unglück... Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Fahr verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Schneller, du Nichtsnutz! Schneller! Hallo, Mr. Fry. Sie verlieren ihn. Wie viel Schaden so ein Vehikel einstecken kann. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Was immer auch da hin will, er wird es nicht kriegen. Was ist mit Starricks Beruhigungssirup? Beruhigungssirup? Warum sollte ein Wissenschaftler Interesse an einem Wundermittel haben? Ich verwette Ihr Leben, Mr. Owen, dass Sie etwas wissen. Ich sage Ihnen, ich weiß überhaupt nichts. Ich habe nichts. Nächster Halt, der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann. Stopp! Wo bin ich denn? Stopp! Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Ja,